Moin zusammen und herzlich willkommen zurück bei der Influencer Challenge von Echt Grün, eure Landwirte. Letzte Woche haben sich unsere Influencerinnen Steffi Stark, Luisa Krappmann und Denise Hersing den Milchhof von Familie Boltes bei Oldenburg angesehen. Die Kühe können sich frei bewegen. Die liegen seit 2,5 Jahren auf Wasserbetten. Ah, cool. Die drei haben nicht nur ordentlich mit angepackt, sondern auch viel über die Arbeit und das Leben mit Milchkühen gelernt. Wir hatten hier schon mal eine, die kam dann tatsächlich auf den Trichter, nee, ich möchte Landwirtschaft lernen. Das sind halt wirklich so Beispiele, wenn man Lust auf diese Arbeit hat, dann sollte man sie ausführen. Jetzt steht die Challenge dieses Hofes an. Maren, erklär den Mädels doch mal, was für eine Aufgabe ihr euch überlegt habt. So Mädels, ich begrüße euch jetzt ganz herzlich zu der Challenge, die wir uns hier toll überlegt haben. Es hat mit diesen tollen Rundballen und mit diesem tollen Gefährt hier zu tun. Das Ganze heißt nämlich Akademiker. Ah. Ja, ja. Oh. Yeah. Da ihr ja schon seht, dass das Ganze mit Zahlen zu tun hat, könnt ihr euch auch denken, dass die ein wenig rechnen werden. Oh nein. No. Ihr habt schon die Haarfarbe bedacht, oder? Ja. Das ist eine Mischung aus ja, Rechnen und Fahren. Also geben wir euch gleich Aufgaben. Und dann dürft ihr ausrechnen. Nö. Und das Ergebnis, das ihr raus habt, dafür schnappt ihr euch die jeweiligen Ziffern mit diesem Hoftrack, der das Ganze, die Ballen ja greifen kann. Und dann fahrt ihr mit den Ballen da hinten hin und stellt sie nebeneinander hin, so dass ihr das Ergebnis dann nebeneinander stehen habt. Wir stoppen gleich die Zeit. Ja. Ja. Und wer am schnellsten gerechnet und Ballen hingestellt hat, der hat gewonnen. Also, liebe Luisa, jetzt geht's los. Du darfst ihn gleich starten, wenn du gerechnet hast. Also, was ist 86 mal 7? 86 mal 7. 80 mal 7. 8 mal 7 ist... Okay, ich glaube, ich weiß es. Also, mach dich bereit. Und jetzt ist 78 mal 8. 78 mal 8. 63 mal 9. Wollte mich verarschen. Nein, das kann ich nicht. 567. Ja, ja? Auf geht's. Blackout, Blackout. Oh mein Gott. Ganz langsam, schön in Ruhe. Ich hab die Zahl vergessen. Ja, go, go. Was? Oh mein Gott. So typisch, Denise. Oh. Ja, jetzt hab ich aber auf. Ich weiß nicht, wie sich die Leute bei Günther Jauch fühlen. Du sitzt so vorm Fernseher und denkst dir so, hä, wie kann man so dumm sein? Das stimmt. Erst runter. Soll ich den hochheben? Ja, hoch! Ja? Ich will auch mal gewinnen heute. Ja, noch ein bisschen höher. Alter, das Ding geht vorne hoch. Oh Gott. Oh nein. Oh, ganz schön. Wow. Wow. Nein, 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 halt, stopp, 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 stopp. Runter, 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 runter. Oh mein Gott. Ich muss ihn runter machen. Wenn, dann runter machen. So. Ich weiß ja nicht. Was doch mal? Das sieht doch gut aus. Also ich muss sagen, gestern das Traktorfahren war ein bisschen leichter. Ja, die unterbietet uns wahrscheinlich so in der Hälfte der Zeit. Vor allem die ist ja jetzt bei der dritten Zahl. Jetzt aufmachen. No. Ich hab Angst. Ah! Nur nicht zu doll einschlagen, wenn der leicht dran ist. Dann geht das alles. So, jetzt kannst du schön geschmeidig einfach so weiter. Gut, da stehen wir dann bis morgen früh. Ja. So. Nee, reicht schon. Machen wir, fahren wir rückwärts.
einmal gegenfahren. Fertig, ey. Ja. Wie lange hätte ich gebraucht? 3 Minuten? Sehr gut, Klaus. Wunderbar. Ja. Also stark, Klaus. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Darfst im Hof bleiben. Ja. Gas. Ja, ich muss da oben. Wenn du gerade fährst, passiert nichts. Alles gut. Abstellen. Nicht zu weit. Hey, ich hätte nicht mal eine Sache rechnen können noch und das war einfach so. Ja, Blackout. 2 wolltest du haben, ne? Ja. 2, ja. So, genau. Du hast es geschafft. Yay. Okay. Dezente Startschwierigkeiten, aber gut. Boah, das ist so das gekippt. Ist das hängt so in der Luft. Ich hab gedacht, was soll ich jetzt machen? Es fällt einfach. Auf dem 3. Platz ist Träumige, die Luisa. Ja, mit 12 Minuten. Echt? So war super. Das hat sich auch genauso angefühlt. Und auf dem 2. Platz, ja, Mensch, das kann man sich gar nicht vorstellen, ist die liebe Steffi. Du. Mit 9 Minuten. Ja, du. 9 Minuten 47, genau. Und ja, wer ist die Erstplatzierte? Natürlich die der Denise. Stapler Klaus. Denise mit 5 Minuten 54. Wow. Wow. Das ist doch zu schnell, Mann. Sehr gut. Sehr gut, Klaus. Ja, hätte keiner gedacht. Ja, klasse, liebe Akademikerin. Denise, oder Stapler Klaus, wie Steffi sie liebevoll nennt, hat die 2. Challenge gewonnen. Nachdem Luisa bereits die 3. Challenge gewonnen hat, muss Steffi sich nun langsam echt ranhalten. Hat ja viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ja, ich hatte es auch Spaß gemacht. Ja. Auch wenn es nicht ganz so einfach war, aber es lief doch. War doch super. Jetzt ist es aber erstmal Zeit, den Tag Revue passieren zu lassen. So, jetzt ist ja auch kalt genug hier geworden. Ich würde sagen, wir gehen rein für unsere Abschlussrunde. Ja. Jawohl. Im Kuhstall finden die Bäuerin und die Influencerin ein wenig Schutz vor dem frischen niedersächsischen Wind. Ja, schön. Ja, also erstmal danke euch, dass ihr euch den Tag überhaupt Zeit genommen habt, uns den Hof zu zeigen und uns da überhaupt mitzunehmen. Uns wirklich die Kühe auch ein bisschen näher zu bringen, die ganzen Aufgaben, die ihr auch wirklich immer so zu erledigen habt. Und ja, auch da wirklich überhaupt keine Scheu hattet irgendwie uns gegenüber. Mir hat der Tag auch richtig gut gefallen, weil Kühe finde ich total süß, schon immer. Und ich war auch schon ganz oft in so Kuhstellen eben und war da immer voll begeistert von. Aber dann ist mir halt immer aufgefallen, dass die halt oft, wie ich sie gesehen habe, halt angebunden waren, so aneinander gepfercht und leben in den eigenen Dreck. Deswegen finde ich es hier umso schöner, als ich hergekommen bin, direkt zu sehen, so ja, die haben hier Platz, die können hier rumlaufen. Ja, ich kann mich dem Ganzen, was die beiden schon gesagt haben, nur anschließen. Ich fand auch, der Tag war richtig cool. Klar, wir hatten vorher so die kleinen Vorurteile, die gerade schon genannt wurden. Aber die habt ihr auf jeden Fall widerlegt. Und auch das mal zu sehen, wie das eigentlich abläuft und wie viel dahinter steckt, war halt extrem aufschlussreich so für uns alle, denke ich. Ihr seid auch wirklich sehr, sehr, sehr nette Mädels. Und man merkt auch, dass ihr das wirklich gerne macht. So, ihr macht das so mit Herz, gut, ihr seid da voll hinter und auch voll mit den Tieren. Also für uns lief der Tag auch super. Also es hat echt viel Spaß gemacht. Wie haben wir uns angestellt? Hättest du so erwartet oder ganz schlimm? Ja. Ihr habt euch sehr gut angestellt, auch vor allem die Challenge. Also klar muss man sich erstmal in das Gerät reinfuchsen und in die ganze Aufgabe reinfuchsen, aber habt ihr doch alle gut hingekriegt. Also das war doch super. Das Einzige, was ich natürlich immer so schade einfach finde, ist einfach die kleinen Kälbchen, dass sie halt einfach nicht bei den Mamas leben können. Aber so ist es nun mal, wenn wir alle Milch trinken wollen, Fleisch essen wollen, dann ist es nun mal so. Aber ich denke, da haben sie es trotzdem bei euch wirklich schön. Also es gibt ja Betriebe, die ihre Kälber auch bei den Kühen lassen und die dann auch noch melken, die Kühe.
ist halt mit einem Riesenaufwand verbunden und das muss auch wirklich bezahlt werden, sonst kannst du es nicht machen. Da kommt ja deutlich weniger Milch bei rum und ob es den Kälbern dabei jetzt immer besser geht, das ist auch noch nicht gesagt. Man muss es, glaube ich, mal richtig sehen, um das so richtig zu verstehen. Und ich finde, dass keiner Kuh, keinem Kälbchen hier in irgendeiner Art und Weise schlecht geht oder dass ich irgendwas Negatives von denen sehe oder spüre. Dass sie sich komisch verhalten oder sonstiges, dass sie die Mama vermissen oder so. Es ist halt das Vermenschen. Das ist das, dass die Menschen sehen, wo, wenn die Frau ihr Baby kriegt und da ist, das Baby kann ja auch nicht rufen. Ja, das ist bei Menschen einfach ganz anders. Das Baby ist völlig hilflos, das kann ja gar nicht. Und wenn jetzt so eine Kuh ihr Kalb bekommt, das Kalb, das steht innerhalb von einer halben Stunde und ist selbstständig und kümmert sich ja auch um sich im Grunde. Klar, wir unterstützen ja auch viel, aber es ist einfach irgendwo eine ganz andere Ausgangssituation. Ich denke mir auch, dass ich einen Hund habe und der wird ja auch von seiner Mama getrennt. Ich kriege den dann ja auch und bin die Ersatzmama und mein Hund ist ja trotzdem glücklich bei mir. Das ist ja bei Fohlen und Pferden, das ist ja auch so, die werden ja nach einem halben Jahr oder noch ein bisschen länger, werden die ja auch getrennt. Das ist immer ein Riesendrama. Also das ist wirklich die Viren nacheinander. Ja, wie kann man das dann am besten unterstützen, dass es so bleibt oder theoretisch noch dafür? Regionalität, regional kaufen. Nein, also es ist ja so, dass wir ja zum Beispiel auch eine Milchtankstelle haben und man das direkt beim Hof kauft. Mhm. Das sind so Sachen, die sollte man wahrnehmen und die sollte man einfach mal unterstützen. Denn auch im Laden darauf achten, dass die Sachen halt nicht aus Mexiko und Co. kommen, sondern... Also zumindest aus Deutschland ist ja schon mal, ist ja schon mal echt ein Weg. Das ist sehr viel wert. Genau, also einfach die Regionalität und ab und an vielleicht einfach mal die Landwirte von nebenan unterstützen. Ja, für heute ist es dann ja getan. Und den Kuhbereich habt ihr abgehakt. Ja, und morgen geht es dann ja noch auf den Schweinebetrieb. Und da wünschen wir euch ganz viel Spaß bei. Dankeschön. Danke. Jo, Tanja und Maren haben es auf den Punkt gebracht. Genug gesabbelt für heute. Morgen geht es wieder früh raus. Und nächste Woche bei Echt Grün, eure Landwirte. Ja, wir fahren zu den Schweinchen. Also ich habe heute ein bisschen Angst, weil Schweine sind ja zum Schlachten da. So. Und an sich machen die nichts anderes. Ja, sie sind ja eigentlich wirklich nur fürs Fleisch da. Ich kämpfe ein bisschen mit den Tränen. Wenn man wilde Sau spielt, dann kann der umfallen.